Unsere Freiheit wird nicht in Bagdad verteidigt. Das sagt Sevim Dardelen vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Kurzes Wort zu meiner Person. Ich selbst bin kein Parteimitglied des Bündnis Sarah Wagenknechts. Ich befürworte es aber, dass es da Politikerinnen wie Sevim Dardelen gibt, die sich tatsächlich für eine friedlichere und neutralere deutsche Außenpolitik einsetzen. Und hier hält sie eine Rede zum deutschen Bundeswehreinsatz im Irak. Deutschland beteiligt sich da an der US-amerikanischen Militärbesatzung des Iraks, zu der das irakische Parlament schon gesagt hat, dass die USA sich gefälligst zurückzuziehen haben. Das irakische Parlament hat nach der Ermordung von Soleimani, also dem iranischen General, der im Irak maßgeblich an der Bekämpfung des Islamischen Staates beteiligt war, nach der Ermordung von Soleimani gesagt, die Amerikaner sollen gefälligst abhauen. Was haben die Amerikaner gemacht? Sie halten den Irak bis heute besetzt und Deutschland beteiligt sich an dieser Besatzung. Aber schauen wir mal, was Sevim Dardelen dazu gesagt hat. Meine Damen und Herren, das Mandat der Bundesregierung für einen Bundeswehreinsatz im Irak zeigt vor allem eins. Diese Bundesregierung ist nicht bereit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Nichts hat man gelernt aus dem 20-jährigen Afghanistan-Krieg, wo rund 18 Milliarden deutsche Steuergelder versenkt worden sind. Nichts hat man gelernt aus dem Auslandseinsatz in Mali, wo man rund 4,5 Milliarden Euro verausgabt hat. Jetzt könnte man natürlich einwenden, es geht ja nur um ein Mandat für 4,5 Milliarden Euro, das ist der halbe Entwicklungshilfeetat. Also es wird ja immer gesagt, es verschwindet so viel Geld in der Entwicklungshilfe. Nee, das Geld, was Deutschland im Ausland verpulvert, das geht hauptsächlich für Kriege drauf. Das geht nicht hauptsächlich für also irgendwelche komischen Entwicklungshilfeprojekte, die tatsächlich zum Teil fragwürdig sind. Also da kann man sicherlich auch eine Debatte drüber machen. Das geht aber hauptsächlich für irgendwelche Kriegseinsätze, für irgendwelche Kriegsunterstützungen drauf. Und die Kriege in Mali und Afghanistan sind da wirklich Musterbeispiele für. 100 Bundeswehrsoldaten und etwas mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr, die dieser sinnlose wie gefährliche Einsatz kostet. So viel aber etwa wie der Wiederaufbau der eingestürzten Carola-Brücke in Dresden. Für den Wiederaufbau dieser Brücke aber das Geld fehlt. Dafür hat die Bundesregierung kein Geld. Die Bundesregierung setzt hier jedenfalls ganz klar Prioritäten. Und wir vom Bündnis Sarah Wagenknecht sagen, dass diese Bundesregierung auch hier die völlig falschen Prioritäten setzt. Sie lassen die Infrastruktur hier verlottern, damit Sie den USA im Irak mit diesem Einsatz zur Seite stehen können, nachdem die Destabilisierung des Iraks und die Unsicherheit dort erst recht durch den Angriffskrieg der USA dort Fuß gefasst hat, überhaupt entstanden ist. Oder wollen Sie uns jetzt weismachen, Herr Pistorius, dass Deutschlands Freiheit jetzt auch noch in Bagdad verteidigt wird? In Ihrem Mandat betonen Sie, dass, und das haben Sie ja jetzt hier auch gemacht, Herr Minister, dass der Einsatz legitimiert sei, weil sich die Bundeswehr auf Einladung der irakischen Regierung dort im Lande befinde. Zeitgleich aber erklärt der irakische Premierminister, dass er keinen Bedarf mehr sieht für die Präsenz ausländischer Truppen im Irak. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das irakische Parlament hat schon nach der Ermordung von Soleimani gesagt, jetzt reicht es uns, die US-Besatzer können bitte woanders hingehen. Die USA hat das einfach nicht interessiert. Und die Bundeswehr, wie gesagt, die ist ein Anhängsel der USA, wenn die sich zurückziehen, dann ist die Bundeswehr dort auch draußen. Es war überall so. Es war in Afghanistan so. Das ist tatsächlich nichts Neues. Deutschland führt diese Kriege nicht aus eigenem nationalen Interesse, sondern aus amerikanischem Interesse. Frage ich mich, was heißt das? Heißt das, dass Sie die Bundeswehr aufnötigen, den Irak? Oder wie ist das zu verstehen, wenn der Premierminister sagt, er möchte das Ende der ausländischen Truppen im Irak? Wir vom Bündnis Sarah Wagenknecht sagen, Sie sollten aufhören, weitere Fehler zu machen. Wir brauchen das Geld dringend hier. Vielen Dank. Ja, da das BSW nur so eine kleine Gruppe sind, sind ja, glaube ich, gerade nur 10 Leute, hat Sevim Dardelen auch leider nur so wenig Redezeit, aber trotzdem gute Rede. Auch diese deutschen Auslandseinsätze, die geraten ein bisschen in den Hintergrund bei der deutschen Kriegsunterstützung für die Ukraine und für Israel, die ja gerade deutlich größere Themen sind, auch zu Recht. Also so viele Menschen, wie dort gerade in diesen Kriegen sterben, das ist wichtig, dass man darüber viel redet. Aber ja, auch die deutschen Truppen im Irak, die haben dort nichts verloren. Die sollten dort zurückgezogen werden. Das Gleiche gilt für den Militäreinsatz im Roten Meer, wo Deutschland gerade die Houthis ohne Not provoziert und uns auch in irgendeinen Krieg reinsteuert, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben oder nichts zu tun haben sollten. Ja, in diesem Sinne, gute Rede, bis zum nächsten Mal.